Freunde, hier ist wieder El Presidente mit die Haufen an Alimente, wie es aussieht. Ja, WASD-Steuerung, hallo? Ich verabschiede mich gleich mal wieder von dir. Wir bauen hier heute ein paar schöne Wohnhäuser, wie man sieht. Einen neuen Wohnblock, der uns in die Schuldfalle gerissen hat. Peter Zwegert muss uns wieder retten. Und hier hinten, naja, da unten Wohnen für die Armen und da oben aber fett Militär mit Panzern und so. Da siehst du gleich, wo die Prioritäten liegen. Und ich würde auch eigentlich gern ein Stahlwerk bauen. Können wir uns momentan nicht leisten. Ich würde mal ganz kurz gucken. Kann man das eigentlich... Wo ist denn das hier? Bestimmt bei Industrie, ne? Luxus? Nee. Ein Stahlbarren ist ja jetzt nicht Luxus. 9700. Okay, Stahl aus Eisen und Kohle. Wir benötigen Eisen und Kohle. Doof ist, wir haben natürlich nur Uran. Und Bauxit, wie es aussieht. Bauxit haben wir auch. Uran. Was kann man denn aus Uran Schönes machen? Kinderspielzeug. Ich würde gerne Kinderspielzeug aus Uran herstellen. Das wäre mal was Neues. Das wäre auch ein Exportschlager. Das leuchtet im Dunkeln. Das ist total gesund. Und wir sind ja noch in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Deswegen werden die Leute noch gar nicht rausfinden, dass sie vielleicht Nebenwirkungen haben könnte. Ich weiß es nicht. Aber wer will denn kein Kind mit zwei Köpfen haben? Das ist die doppelte Liebe. Das ist das doppelt niedliche Antlitz. Da hat man mehr zum Streicheln, mehr zum Knuddeln. Babys mit zwei Köpfen. Hurra! Zweiköpfige Babys. Lalalala. So, minus 18.000. Unsere Schulden schwinden langsam. Yo, das sieht ganz gut aus. Minus 6.000. So langsam haben wir Geld. Und da oben das Ding ist auch fertig. Da freue ich mich sehr. Kalter Krieg haben wir noch nicht. Effizienz 100. Lalalala. Gastarbeiter brauchen wir auch nicht. Ein Manager vielleicht. Effizienz steigt. Erfinder. Aufrührer. Für das Regime. Ist eigentlich ganz gut bei so einem Ding. Ach hier, der Teofilo sucht wieder einen Job irgendwo. Komm, nehmen wir hier mal einen Aufrührer. So, dann sind die alle auf unserer Seite. Das ist immer ganz gut. Und hier können wir doch eigentlich mal unsere Leute, minus 2000 sogar gerade. Hier können wir auch einen Aufrührer einstellen. So. Ein beratender Manager, lalalala. Persönliches Todo, das wollte ich nicht mehr machen. Ersetzt die Elite-Infanterie des Palastes durch Kommandotruppen. Machen wir jetzt einfach mal. Wieso kommt denn dieser Schwerverbrecher hier aus dem Palast des Präsidenten? Wer ist das? Guten Abend. Verbrecherfürst, stinkreich, Berufssoldat. Geburtsort in Britannien. Na, Glückwunsch. Ja, und wir müssen langsam eine ausländische Macht einladen, wie es aussieht. Wir laden mal die Alliierten. Wacker geschlagen, mein Freund. Die Achsenmächte haben mir schlaflose Nächte bereitet. Aber das heißt auch, dass ich mich jetzt mit noch größeren Snobs umgeben muss. Das Schicksal eines guten Diplomaten. Für unser gutes Verhalten und unsere Tugendhaftigkeit haben sie angeboten, uns mit Belohnung zu überschütten. 7.000 in die Staatskasse, ich glaube, das klappt ganz gut. Oder zwei kostenlose Gebäude aus der Kategorie Rohstoffe. Ja. Später. Obwohl wir noch ganz viele Schweinedinger bauen müssen. Und was ich gerne machen würde, ist natürlich auch, hier so ein bisschen modernisieren. Und auch hier modernisieren. Und auch hier modernisieren. Und auch hier modernisieren. Und jetzt können wir uns kein Modernisieren mehr leisten. Ich glaube, da werden wir nach und nach so ein bisschen die Gegend modernisieren. Das ist vielleicht gar nicht aufgefallen. Ich weiß es nicht. Ach, guck mal. Gucke mal, die Polizei leistet jetzt bessere Arbeit als vorher. Das ist natürlich super. Und wie sieht es mit der Highschool aus? 3 von 15 Schülern und hier 6 von 15. Das geht ja eigentlich. Da kann ich ja eigentlich... So. So, erzeugter Wohlstand. Da kann ich aber ein bisschen Budget weniger reinstecken, damit wir ein bisschen was sparen. Was ist das denn? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Was soll denn das da? Benötige ich einen Bildschirm? Ich grüße Sie! Arme Leute, die sind zu arm, um hier einzuziehen. Die konnten sich wahrscheinlich die Schritte nicht mehr leisten hier ins Haus. Deswegen haben sie. Wir haben eine besonders wirksame Massenvernichtungswaffe entwickelt: Zahlenkolonnen. Nein! Wer sich nicht damit auskennt, wird auf ewig darin verstrickt, ohne Hoffnung auf Rettung.
Der Internationale Gerichtshof in Den Haag steht allerdings kurz davor, sie wegen besonderer Grausamkeit zu ächten. Excel ist ab sofort verboten in allen Ländern. So, Bank freigeschaltet, sehr gut. Und jetzt können wir Sozialismus, lassen wir mal wieder großzügig aus. Eine Schmuckfabrik wäre schön, Bestechungsgelder. Ja, ein Zollamt, ja, nun, glänzend. Ich mache erstmal Bestechungsgelder, ne, das ist ja immer gut. Und wir müssten eine Bank bauen, dazu müssten natürlich erstmal Leute hier ankommen. Eine Bank bauen, la. Ich hoffe, es ist nicht gleich... Oh, jetzt haben wir wieder zwei Dinger. So, ich warte noch, bis wir ein bisschen mehr Geld haben, bevor ich die Ausrufezeichen annehme. Ah, jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld, scheiße. Ich speichere nochmal ganz kurz. Vorsichtshalber, Los Stukos reloaded. Nochmal speichern. Ja, in Banish gab es einfach keine Kriege. Da war es ein bisschen einfacher, was das angeht. Kamerad Präsidente, ich fürchte, dass die Ziele der Revolution gefährdet sind. Scheinbar glauben die Kommunisten, dass unsere Revolution nicht die beste ist. Ach so, alle anderen Länder errichten Denkmäler, um ihre Ideologien und Wirtschaftssysteme zu feiern und zukünftige Generationen zu inspirieren. Was mich und die Kommunisten begeistern würde, wäre der Bau von einem Transportbüro. Nur so werden wir Tropico in ein wahres kommunistisches Paradies verwandeln. Wer will denn das? Okay, wir bauen trotzdem ein Transportbüro. Einfach nur, weil es inzwischen vielleicht mal wieder sinnvoll wäre. Einfach hier hin, oder? Bumpf. Machen wir direkt an die Kirche. Und außerdem, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie sieht's denn, apropos, wie sieht's denn kirchenmäßig aus? 50 von 50? In Europa braut sich etwas wirklich Großes zusammen. Pläne für gewaltige Schlachten und Operationen mit Codenamen. Das sind keine Sandkastenspiele mehr. Beide Seiten bitten uns um Hilfe. Tja, Kämpfe an der Siegfriedstellung wird eines Tages in Geschichtsbüchern studiert werden. Das ist unsere einmalige Gelegenheit, daran teilzunehmen. Wir schicken natürlich wen für die Alliierten und die Achsenmächte werden bald einfallen. Ich weiß es genau. Und der ist leider Manager von der Kaffeeplantage. Der Teofilo ist ja immer unterwegs, der alte Umweltschützer. Schicken wir einfach den Öko aus der Familie. Ich hörte von meinem geliebten Waffenbruder, dem Anführer der Resistance. Ihre Männer kommen gegen die Nazi-Besatzer nicht an. Wir brauchen 20 Soldaten. Ich hoffe, die haben wir schon. 32 haben wir sogar. Juhu. Die Resistance und die französische Nation stehen in unserer Schuld. Da machen wir mal plus 10 alliierten Beziehungen, oder? Brauchen wir das überhaupt? Weiß ich gar nicht. Eine kostenlose Technologie wäre mir lieber. Ich weiß noch nicht, wie ich mir die aussuchen kann. Hier können wir übrigens eine Queue machen, ne? Nur mal so ganz nebenbei, aber das mache ich irgendwie nie, weil ich immer warte, wie weit wir dann sind oder an welchem... Naja, also wenn die Forschung vorbei ist von dem aktuellen Ding, warte ich dann immer, an welchem Punkt im Spiel wir sind und was wir dann am besten brauchen. Das heißt, ich nehm mir das nie vorweg. So, neues Transportbüro wird gebaut. Die Achsenmächte müssten bald eintrudeln, fürchte ich. Ja, da können wir momentan eh nicht viel machen. Was können wir denn überhaupt machen? Wir könnten weitere Türme bauen. Ich möchte mal versuchen, da oben eine Zeitung hinzubauen. Einfach nur, um so ein bisschen dagegen zu wirken, gegen den Mangel an Freiheit da oben. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt die beste Idee ist. Einfach hier so hinter die Dinger? Ja, warum eigentlich nicht? Vielleicht dahin. Wobei, das zieht sich ja hier so ganz entlang. Mach ich so. Aber dann würde ich dem Turm eventuell Schussfrequenz nehmen, wenn die da nicht mehr reingehen können, die Soldaten. Dann baue ich die einfach hier. Manno. Ich hätte das gern an der Stadt dran irgendwie. Ich müsste die schon hier hinbauen. Ich mach mal so. Ne, dann haben sie hier so eine kleine Straße zum Reingehen.
So, die, wenn die angreifen, dann können sie nicht direkt hier rüberlatschen, dann müssen sie hier vielleicht entweder da runter, dann werden sie von da angegriffen, oder die müssen hier rein, dann werden sie bestenfalls von den hinteren zwei angegriffen. Eventuell, vielleicht, könnte ja sein, ich weiß es nicht. So, 4 von 4, gut situiert, gut situiert. Wir haben ganz viele gut situierte Leute hier. Wohnqualität 72, warum nur so wenig? Minus 12 Schönheit? Was? So, machen wir ein paar Dinger hin. Auf die andere Seite haben wir schon. Und vor allen Dingen haben wir hier doch auch Parks. Ich weiß gar nicht, warum das nicht zur Schönheit zählt. Das ist doch wunderschön. So, Bibliothek. Lalala. Ein beratender Manager, akademische Abteilung haben wir. Eigentlich können wir noch eine Bibliothek bauen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm, um mehr Forschungspunkte zu erzeugen. 3 von 15, 5 von 18, 5 von 15, okay. Schüler laufen da einfach nur durch. So, wie sieht's denn aus? Taverne. 39 von 50, 37 von 50, 39 von 50. 42, 39, 38. Das geht alles. Dass man da drei Tavernen nebeneinander braucht, ist schon krass. So, Klinik. 150 von 100. Ach du Heilige. Die 67, dann würde ich sagen, wir bauen da nochmal. Krankentrakt können wir uns nicht leisten. Dann warten wir mal ganz kurz und bauen zwei Krankentrakte dran. Denn ich glaube, unsere medizinische Versorgung ist momentan ein bisschen in Not. So, jetzt müsste es gehen. Da oben sieht es ja gar nicht. Ah, nee, das ist schöner. Schönheit will ich doch gar nicht. Ich will doch hier medizinische Versorgung will ich machen. Krankentrakt. Und hier können wir uns noch einen leisten. Das machen wir auch. Krankentrakt. So, dann passen da alle rein. 150 von 150. Dann haben wir hier 67 von 150. Das ist doch gut. Und hier 100 von 150 können dabei. Präsidente, meine Karriere als Wettervorhersager ist am Ende. Ich habe allen einen warmen. Och, ich hasse es. Ich hasse, hasse, hasse es. Och, Mann, oh. Hier sieht's ja aus wie in Düsseldorf. Mann! Nein! Oh, 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 oh nein, oh nein. Die schöne Highschool. Sau teuer alles. Ich sollte vielleicht warten, bis der Sturm vorbei ist, wenn ich repariere. Verschwinde, Sturm! Ich hasse dich! Verschwinde! Eine kurze Pause zur Beruhigung der Nerven. Hier ist Ihr Blasen- und Nierentee. Und weiter geht's. Verschwinde, Sturm! Verschwinde! Ich hab dir doch nichts getan! Lass die Bäume in Ruhe! Das sind meine Lieblingsbäume! Lass sie! Wow, das ist, ich bewundere die schöne Grafik hier gerade. Ich hab's wieder drauf. Jetzt kann ich. Okay, 5 Bürger getötet ist tragisch. Die Gebäude haben wir repariert. Zum Glück nicht allzu viel Schaden entstanden. Puh. Da haben wir aber diesmal echt Schwein gehabt. Aber es häuft sich hier momentan echt mit den Katastrophen, oder? Mein guter Freund, der Anführer der Resistance, braucht erneut und dringend unsere Hilfe. Ah, unter anderen Umständen wäre es lustig, aber durch eine Reihe unglücklicher Aktionen hat die Resistance auch die letzte Brieftaube verloren. Sie braucht neue Tiere, die sie zu kurieren ausbilden kann. Bauen Sie Farmen aller Art. Okay, eine Farm, Schweinefarm wollte ich ja noch bauen. Eine Farm, Schweinefarm. Ah!
Lalala. So, ich baue einfach mal drei. Ach, das war eine Rinderfarm. Ich wollte auch Schweinefarm bauen. Ist das hier weit genug? Ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich weggebaut habe. Wie weit ich weggebaut habe. Aha. Kann ich hier noch schnell auf Schweine stellen? So, habe ich nochmal schnell auf Schweine gestellt. Sind nicht die effizientesten Farmen, aber immerhin kriegen wir da ein bisschen was. Wie sieht's denn aus mit Lamas? Nee, Ziegen? Nee, Rinder? Na dann doch lieber Schweine. Ist hier nicht so toll, ne? Ich lass mal die beide farmen. Ich glaube, das reicht da oben. Ich habe ein bisschen im Abstand gebaut. Oh, ich glaube, die eine ist näher dran als die andere. Ich bin mir nicht sicher, oder? Nee, doch nicht. Ich habe ein bisschen im Abstand gebaut, weil ich immer davon ausgehe, dass die Rinderfarmen vielleicht ein bisschen Platz brauchen. Sicher bin ich mir da nicht. Und hier oben können wir noch weitere Rinderfarmen hinmachen. So, was ich da nochmal hinbaue, ist natürlich ein Parkplatz, damit die Herrschaften hier natürlich auch gut wegkommen. Den baue ich mal einfach dahin, ne? Ich hoffe, das reicht. So, 84% sind wir momentan. Das ist sehr gut, sehr gut. Wie sieht's denn aus mit der Religion momentan? Religion 33, da müssen wir vielleicht noch was machen. Freiheit 74, ui. Arbeitsplätze 44, Arbeitslose 23. Naja. Gesamtzufriedenheit 62. Na, ob man das noch höher kriegt, weiß ich nicht. Sicherheit ist 97, gefällt mir sehr gut. Unterhaltung könnte ein bisschen besser sein. Nahrung ist schon ziemlich hoch. Gesundheitsversorgung, Arbeitsplätze 44. Warum haben wir keine Arbeitsplätze? Freiheit, naja, Religion müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen hochklatschen. Da müssen wir mal ganz kurz gucken. Religion, da haben wir nur die katholische Mission. Vielleicht können wir da noch was abändern, wenn wir zum Beispiel eine Kirche irgendwo hinbauen. Ich weiß noch nicht genau wo. Ich schau mal gerade, vielleicht hier so, ne? Dann haben wir, obwohl da haben wir ja schon die andere Kirche. Kirche, die Kirche. So, dann baue ich die Kirche einfach dahin. Alter, ich kann das Wort gar nicht mehr hören. Kirche. Kirche. Hundert von 100. Ach, du Heilige. Gemeinschaftshilfe. Hier war auch Gemeinschaftshilfe. Haben wir überall aktiviert. Da oben überall Gemeinschaftshilfe. Das ist doch super. Das gefällt mir sehr gut. Ich mag die Gemeinschaftshilfe. So, und da unten natürlich, hier sind lauter Wohnblöcke, wie es aussieht. Unsere wunderschöne Slum-Area. Kühe sind schlechte Botschafter. Wer hätte das gedacht? Riesige Kühe, was immer das heißt. So, und eigentlich können wir auch hier oben hochbauen. Da ist ja noch eine Ölquelle. Da ist noch Eisen. Da ist noch so ein Touristenattraktionsding. Hier ist Kohle, das ist sehr gut. Wir haben doch noch gar keinen Trockendock gebaut. Wieso haben wir gar keinen Nebel mehr? Verstehe ich gar nicht. Oder haben wir einen Trockendock gebaut? Ich kann mich nicht dran erinnern. Hey, Highschool-Mitarbeiter! Juhu, wir kriegen mehr Geld! Dafür brauchen wir bauen wir einen Klimatrockner ein. Vielleicht können wir später hier noch einen zweiten hinbauen. Oh, was sehe ich denn da? Wie kann ich helfen? Okay, vielleicht können wir da noch so ein Wohnding hinmachen neben die Urangrube. Das wäre natürlich schön. Und eventuell können wir mal gucken, dass wir da unten noch weitere Farmen bauen. So, jetzt weiß ich aber noch natürlich nicht, was für Farmen. Bergwerk, Farm, Fischerei, Ach, ich meine doch gar nicht Farm, ich meine doch Plantagen, Entschuldigung. Ich verwechsel das immer.
Ananas, Baumwolle, Zucker. Zucker lässt sich da ganz gut anbauen, glaube ich. Kakao, Kaffee. Kaffee geht auch. Naja, geht so. Mais, naja, eher schlecht als recht. Baumwolle geht auch so. Ananas, naja. Ich glaube, Zucker ist das Beste, was wir da anbauen können. Jetzt muss ich nur mal gucken. Mache ich dann auch einfach in der Höhe hier. Ups. Bauen wir noch eine Zuckerplantage. Den haben wir ein bisschen respektabel im Abstand zwischen den ganzen Dingern hier. Ohne, dass sie sich gegenseitig den Boden madig machen. Ich glaube, das ist ganz gut. Muss ja nicht alles dicht an dicht sein. So, nur parkplatztechnisch müssen wir dann mal gucken, ob wir da nicht vielleicht noch was hinkriegen. Weil das mit den Häusern hier gefällt mir nicht wirklich so. Oder wir bauen da halt eine Mietskaserne hin. So, hier wird noch gebaut. Minus 4000 aktuell. Was macht die Sicherheit? Die Sicherheit ist wieder komplett grün. Geil, freue ich mich. Unsere tapferen Soldaten kämpfen gegen Tyrannei und Unterdrückung. Oder dafür. Kann mir das immer so schlecht merken. Ja, ist ja auch nicht wichtig. Dafür oder dagegen. Hauptsache dagegen oder dafür. Jedenfalls brauchen unsere Truppen dringend Fleisch. Ich weiß nicht wozu, doch es ist unsere nationale Pflicht, unsere Truppen zu unterstützen. 10.000 Fleisch exportieren ist für uns ja ein leichtes. So, sind die Farmen ja mal fett. Da ist doch die Farm fertig geworden. Steht immer noch 3 von 4. Warum ist... Hä? Es ist doch eine Farm. Effizienz von Plantagen und Hydrokulturen. Naja, Hydrokulturen... 100.000 heulende Höllenhunde, Präsidente. Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Verschlagene Spione verbreiten bösartige Propaganda, basierend auf der Tatsache über feindliche Kriegsschiffe in der Nähe. Okay, wie es aussieht. Kriegsschiffe der Achsenmächte wurden gesehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht wo, aber wahrscheinlich legen sie da an, wo unsere Dingen sind. Wir haben momentan eh kein Geld, sonst würde ich ja vielleicht noch ein paar Türme bauen, weil ich panisch werde. Aber naja. Ich mach mal folgendes. Ja, pass mal auf. Das machen wir mal anders. Los Stukos Reloaded 2. Hardcore. Ach, geht nicht. Hardcore Gladiator geht nicht. Ich dachte, man kann auch noch längere Namen machen, aber dann muss es eben reichen. Vorsichtshalber. Wenn der Krieg beginnt, wollen wir gewappnet sein. 82%. Geil. Wie sieht's denn aus mit der Religion? Steigt das langsam? Es sinkt. Aha, das ist natürlich logisch. Ach, die Kirche ist ja auch noch gerade erst fertig geworden. Da kommen ja erst noch Leute rein. So, Manager, Vorarbeiter, lalala, Erfinder ist natürlich super, Agent. Erzeugt Forschungspunkte proportional zur Gebäudeeffizienz. Würde ich natürlich gerne wieder irgendwo bei einer Farm machen, da lohnt es sich ja am meisten. So, das Ding wird auch noch gebaut. Ich frage mich, warum die Farm nicht anerkannt wurde hier. Die da oben. Schweine sind ausgezeichnete Botschafter. Sie sind schlau und relativ schnell. Dummerweise werden sie oft zu Speck verarbeitet, bevor sie ihr Ziel erreichen. Zu köstlichem, wohlschmeckendem Speck allerdings. Vielleicht sollten wir so etwas Leckeres nicht an ein Kriegsland schicken, das voll hungriger Menschen ist. Was? Wieso nicht? So, 3 von 4 Farmen, aber irgendwie werden die Farmen hier nicht, Da sind sogar Arbeiter drin. Mein guter Freund, der Anführer der Resistance, braucht erneut und dringend unsere Hilfe. Wir bauen doch hier Farmen. Oder müssen wir eine Farm bauen mit einer Tierart, die wir sonst noch nicht haben? Wie zum Beispiel Lamas. Ja, Lamas. Ja, dann baue ich die aber da oben hin. Hier so, oder? Eine Lama-Farm. Ach, geht nicht, weil unebenes Terrain. So, dann bauen wir eben noch eine Lama-Farm. Eine Lama-Farm.
Dann haben wir halt wirklich Tiere aller Art. Ich glaube, der Abstand ist ja gleich groß. Ist auch egal. So, 10.000, 20.000 haben wir in der Staatskasse. Wir können momentan ein bisschen ausbauen. Hier haben wir schon alles reingeballert, ne? Maschinengewehr und so weiter, jawohl. Oh, hier noch nicht. Zack, Maschinengewehr. Zack, Maschinengewehr. Vielleicht können wir ja, damit die da durchgehen müssen, hier nochmal zubauen, oder? Müssen die da durchgehen? Ich weiß es gar nicht. Ich überlege gerade, wo ich noch so einen Turm hinbauen könnte. Hier wäre vielleicht ganz gut, wenn die da durchgehen müssen, aber... Vielleicht... Oh, ein Atomprogramm, juhu! Vielleicht eine Kaserne, weiß ich nicht. Militärfort ist immer noch ein kolonialer Infanterietrupp, braucht man nicht. Ob ich dann hier nochmal zwei hinbauen soll, einfach nur mal so aus Prinzip? Ich weiß ja nicht, ob ich hier noch welche hinbauen sollte. Wenn die das Ding hier, den Palast angreifen, wäre das vielleicht ganz gut. So, momentan haben wir noch die Chance dazu. Solange die vor der Küste liegen, können wir die Dinger noch aufbauen. Aber die werden wahrscheinlich bald anlegen und angreifen. 88% Zufriedenheit, mein lieber Freund. Religion 40, es steigert sich. Freiheit 73, Arbeitsplätze 45. Wir müssen auf jeden Fall noch Arbeitsplätze schaffen. Unterhaltung 44. Was können wir denn zur Unterhaltung darbieten? Ein Ristorante. So, kann ich eigentlich gleich zwei hinbauen, aber ich warte erstmal, wie überfüllt das erste sein wird. Und da oben müssten wir theoretisch auch noch irgendwas hinbauen. Vielleicht nehmen die Highschool oder so, ich weiß noch nicht genau. Aber da oben würde sich ein Restaurant da auch gut machen. Dann haben wir hier unseren Wohntrakt, wo die Leute mit allem versorgt werden, was sie brauchen. Und dann sind hoffentlich nach und nach alle happy. Wie sieht es denn mit der Zeitung aus hier? Immer noch alles komplett rot. Das ist natürlich ein Traum, der Rest hier unten ist grün. Aber ich glaube, in der Nähe von Militärgebäuden hat die Freiheit nicht viel zu lachen. Schnauze Freiheit! Schnauze! Naja, dann schauen wir mal. Ich glaube, in der nächsten Folge könnte es dann tatsächlich Krieg geben. Oder legen sie schon an? Nein, der gehört zu uns. Erstmal ganz kurz gucken, ist der hier fertig? Der ist fertig und ist die Farm da oben fertig? Die wird gerade noch fertig gebaut. Das heißt, das Ding werden wir in der nächsten... Die beiden werden wir hoffentlich in der nächsten Folge schaffen. Und ich glaube, dann wird der Krieg auch sehr nahe rücken. Ich bin gespannt, ob es in der nächsten Folge schon soweit ist. Und dann bin ich gespannt, ob wir den überleben werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!